Einen wunderschönen guten Tag. Zurück bei Assassin's Creed Odyssey. Ist das Wetter nicht schön? Die haben ja mal einen richtigen Sommer, hä? Das ist doch was. Du was? Entschuldigung. Hoppla. Ach ja. Hier passen die Wachen sicher gut auf. Wieso haben wir denn jetzt hier einen Söldner? Ich wollte doch einfach nur da vorne mit jemandem reden. Achso, weil ich halt immer noch gesucht bin. Ich habe das Gefühl, dass du mich... Ist das normal hier? Dass sich das so schnell dreht? Weiß ich nicht. Bestimmt. Epica Lumis! Brauchst du etwas, Fremder? Ich bettle, aber ich stehle nicht. Die Banditen hier in der Gegend sind schlimmer als Hunde. Sie könnten mit ihrer Stärke den Leuten hier helfen. So wie du. Ja, ich bin ein guter Mensch. Das Geld, das sie gestohlen haben. Was würdest du damit tun? Zunächst würde ich gut speisen, keine Frage. Aber alles, was übrig ist, würde ich dem Tempel spenden. Das schwöre ich. Du willst, dass ich sie den Banditen abnehme? Bei Zeus, das würdest du für mich tun? Ja. Ich helfe dir. Du hast mein Wort. Wen soll ich wo töten? Ich vertraue dir voll und ganz, Söldling. Ja. Überlass das ruhig mir. Überlass das zu mir. Könnt ihr mal die Schnauze halten? Ich versuche mich zu konzentrieren. Epica Lumis, geh mir aus dem Weg. Epica Lumis. Wilde Möhre. Blümchen von der Margarine, von der Größe her eher Margarine. Muss ja alles wächst. Okay. Ach, das sind die wieder. Bei denen war ich doch schon mal, die sich da mit den Wildschweinen kloppen. Das ist ja dann gar kein Problem. Die kloppen sich mit den Wildschweinen. Und ich nehme ihnen derweil das Geld ab. Wer baut doch ein Banditenlager so nah an Wildschweinlager? Das ist halt nicht so schlau. Ich darf mich hier nicht erwischen lassen. Oh Gott, die sind beschäftigt. Das habe ich mir verdient. Ja, lass das. Ich nehme das gerade auch noch mit, wenn es okay ist. Und das auch. Mit dem geht's nicht gut. Gehen wir halt wieder, ne? Was ist die da? Muss das so laut sein, hör mal? Ach ja, Wilderer halt. Ne? So sind sie eben. Kannst du nichts machen.
Das ist ein Stück Problem damit, wenn ich dir hier dein Kram klaue. Also lege ich dich einfach schlafen und dann ist das gut. So. Achtung, ich muss hier durch. Epic Lumis, wir wissen Bescheid. Alles klar, laber mich nicht zu. Ich muss hier. Also. Ihr klatscht völlig scheiße, aber das Lied war ganz hübsch. Hat sie ganz schön gesungen. Ich nehme an, du hattest Erfolg? Nein, ich komme aus Langeweile wieder. Danke. Danke für alles. Ja, bitte. Ja, ja. Es ist nicht viel. Aber nimm es. Danke, danke. Ich hab's auch nötig. Ich bin, bin ich mache keine bedürftig. Sachen. So. Ich hab überlegt, zu dem Geldsack hier runter zu gehen. Und so könnte ich ja da drüben erstmal dieses Lager, das hybride Lager zerlegen. Und könnte ich eigentlich tatsächlich, hier ist eh nichts, ganz da hinten wieder. Zerlege ich das Lager, folge dann einfach der Straße, kann dann hier den umnieten und das geht jetzt im Nachbargebiet. Ach, da ist aber auch ein. Hm. Entschuldigung! Epica Lumis! Hey, 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 hey! Hallo! Das war witzig. Ich hab sowieso gerade beschissenen Ruf. Kann ich auch Hühner schlachten? So witzig, wie die gleich in den Gegenangriff gehen, anstatt einfach davon zu fliegen, flattern, was auch immer. Eine Lehmgrube. Wir haben einen Befehlshaber. Und zwei Schätze. Da ist der Befehlshaber. Möchte ich nicht mehr so geskillt, dass du jetzt irgendwie Sachen sehen kannst? Oder nicht? Ich guck mal, ja gut, wenn man den da runtertritt, wird es überleben. Trotzdem. Das ist eine Option. Mal gucken, wie wir jetzt durchkommen. Schatz. Da ist der andere Schatz. Okay. So. Wir lassen es aussehen wie ein Notfall. Er ist einfach nur besoffen vom Wachturm gefallen. Da liegt jemand. Wer war das? Das war der Chef. Oder was war genau die Frage? Hey, muss ich dir Beine machen? Hä, du siehst mich überhaupt nicht.
Hey, du hast mich überhaupt nicht gesehen. Du hast dich überhaupt nicht gesehen, du Vogel. Nichts hast du mich gesehen. Never ever. Hättest du mich halt einfach nicht gesehen, wäre alles gut gewesen, aber nein. Ich muss hier den Dicken markieren. Oh, guck mich an, ich bin voller Soldat. Ich hab alles im Griff. Hier in meinem Lager passiert nichts ohne mein Wissen. Ja, ich will den Schatz hier holen. Keine Gefangenen! Ja. Sicher hast du das. Verdorbener. Was geht denn da vorne ab? Ach, die kloppen sich hier immer noch mit den Wildschweinen. Und überhaupt mit alles und jedem. Dafür wirst du leiden. So, okay. Kopfgeldjäger kloppt sich jetzt mit Wildsau. Ah, es macht auf jeden Fall Sinn. Wenn ich an einem dran bin, der mir richtig viel Geld bringt, macht es auf jeden Fall Sinn, wenn man, hallo? Schere, Soldat. Dann kannst du Söldnerhilfe gebrauchen? Wildschweinejagd. Die Söldnerin mit dem Adler. Ich hielt dich für eine Legende. Ich bin eine Legende. Das stimmt auch, Spartaner. Ich bin eine Legende. Ich habe Geschichten gehört, wie du mit den Spartanern in Megaris zusammengearbeitet und ihnen zum Sieg verholfen hast. Ja, das aber war auch, ich. Dass du etwas mit dem Verschwinden des Wolfes zu tun hast. Ja, das war auch ich. Glaub nicht alles, was du hörst. Jetzt, da der Wolf fort ist, breitet sich Furcht in unseren Reihen aus. Es gibt eine kleine Gruppe Verschwörer, die behaupten, Nikolaus wäre nicht tot, sondern desertiert. Sie sagen, niemand hätte seine Leiche je gesehen. Das ist Unsinn. Jeder weiß, dass er tot ist. Das mag sein, aber das kümmert diese Männer nicht. Sie verlassen ihre Posten und ermutigen andere, ihnen zu folgen. Das muss aufhören. Soll ich all diese spartanischen Deserteure töten? Ich wusste, ich habe die Richtige gefragt. Ja, ich helfe. Für Sparta. Nee, gegen die Langeweile. Nicht für Sparta, einfach nur gegen die Langeweile. Er sagt, unser Geld kommt noch diese Woche. Nicht? Denk dran, das hat er schon mal gesagt. Aber vielleicht dieses Mal wirklich. Vermutlich. Aber du Geizhals, du brauchst das gar nicht, oder? Was war jetzt die Aufgabe? Das wird irgendwie mal erledigt. Ah, das hier. Das hier. Okay. Mm-hmm.
Hallo ihr. Na, was macht ihr hier Schönes? Rumsitzen. Ja, ja. Muss ich jetzt wieder zu diesem Lager zurück, wo ich eben schon war? Ne, ich muss an diesem Lager vorbei. Hallo, haben Sie ein paar Abtrünnige gesehen? Nicht. Na gut. Guck ich weiter. Danke für die Hilfe. Nicht. Das ist eine andere Lehmgrube hier, glaube ich. Ne, das ist nicht. Also, es ist. Der rennt immer noch da hinten rum. Ist der dumm. Kikeriki! Ich lasse mich lieber nicht sehen. Ich lasse mich lieber nicht sehen. Hallo, ich bin da. Das war ja nicht so schlau. So, die vier Jungs sind es, die erledigt werden müssen. Okay. Dürfte nicht allzu schwer sein. Der guckt jetzt in meine Richtung, das finde ich ein bisschen störend. Ich gerne mal für Unordnung sorgen. Das geht nicht, solange der mich anguckt. Warum der da drüben so Bauchschmerzen hat, weiß ich auch nicht. Es gibt Gerüchte um eine geheime Gruppe, die sich nachts rausschleicht, um zu kämpfen und zu üben. Davon habe ich nichts gehört. Einige sagen, es ginge ihnen gar nicht ums Üben. Sie tun es einfach als Liebe zum Kämpfen. Aber du weißt das nicht von mir. Anscheinend mögen sie es gar nicht, wenn die Leute darüber reden. Schade. Der Schuss kam von dort. Ich wollte durch das Feuer hinten und die Dings. Ja. Bereit zu sterben? Das hab ich doch gar nicht gesehen. Ach, jetzt hast du mich doch gesehen. Na gut. Aber vorhin abgefackelt. Jetzt hab ich dich. Kommt ihr auch hier hoch? Du musst dich mehr anstrengen. Aber der schmeißt mit Sachen. Der auch. Oh, so schlecht. Ja gut, wenn die mit Sachen schmeißen, dann werden sie vergiftet. Der ein bisschen und der ein bisschen. Es ist genau jetzt Schluss. Das Geld gehört mir. Okay. Danke, Schwert. Hast du gerade nichts zu tun? Ich das mitnehmen, ja. Ja, genau. Alter, lieber Anstand. Naja, ich bin ja gar nicht da. Mach dir mal keinen Kopf. Mach dir keinen Kopf, ich bin überhaupt nicht da. Ich mach auch nicht so einen Quatsch. Okay, ja. Bis zum Tod. Komm mit.
Jetzt kommt ihr. Ja, war am Ende doch nicht so überzeugt davon, tot sein zu wollen. Ist irgendwie eine unangenehme Stelle hier auf dieser Strecke. Hey, ich hab den gefangen getan. Hast du ja. sie getötet? Aber sicher doch. Easy. Alle erledigt, jeden alle weg. Einzelnen. Alle putt gemacht. Sparta steht in deiner Schuld. Ja, vielen Dank. Ein Dankeschön. Ja, sie. Ist doch klar, Herr Mann. Das gehört mir. Huch, war da was? Was ist hier, Schweinchens? Ah. Ach, ihr habt das schon alle umgebracht. Ah, nee, hier ist noch ein Soldat hier hinten. Schweini, hier ist noch ein Soldat. Guck mal. Guck mal, der da. Ah, der ist noch so ein bisschen nachdenklich. Ich glaube, dem geht's nicht so gut. Schweinen. Bestimmt da irgendwo im Busch. Ach, da. Da bist du ja. Oh, hab das Schwein erledigt. Ist ja schön. Da kommt's nächste. Schwein? Wow! Ich töte dich! Wieso mich? Töte das Schwein, nicht mich. Du sollst dich um das Schwein kümmern, nicht um mich. Jetzt stirbst du! Nein, tue ich nicht. Bis zum Tod! Deinem Kollegen geht's nicht gut. Jetzt kommt ein Spatz. Jetzt hat er endlich das Schwein erledigt. Jetzt kommt ein Spatiat und haut ihn um. Ist echt eine Scheißkreuzung hier. Sieht gerade gut aus für den Athener. Hermann,
wartet auf dich. So, Thema erledigt. Kreuzung ist wieder frei. Also eigentlich ist es gar keine Kreuzung, sondern es ist einfach nur eine popische Straße, wo sie alle langrennen, um zu sterben. Naja, gut. Weiß nicht, was falsch ist bei denen. So, ich soll jetzt erstmal ein bisschen Abstand gewinnen, damit dann nicht gleich der Nächste kommt und sagt, was ist hier passiert? Ich werde dich töten, du Hund! Dann sag ich, ich bin kein Hund. Ich bin eine Gazelle und das ist ein Bär. Pelziger Genosse. Ich verstecke mich im Pelz. Niemand sieht mich. So, ich bin ein Bär. Oh, ich bin der Arsch eines Bäres. Halb Bär, halb Mensch. So, so nämlich. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.